Hauptstadt der Dominikanischen Republik, Santo Domingo, ist eine Stadt der Kontraste, eine moderne, lebendige Metropole mit einer ganzen Menge Geschichte und Kultur. Die Dominikanische Republik zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Karibik. Sie liegt auf der Insel Hispaniola und wird vom Atlantik und der Karibischen See umgeben. Und die Nationalparks bieten einzigartige Naturlandschaften und Tierwelten. Aktivurlauber kommen voll auf ihre Kosten und die palmengesäumten weißen Sandstrände zählen zu den schönsten der Karibik. Die touristische Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut. Viele internationale Hotelketten und zahlreiche All-Inclusive-Resorts bieten so ziemlich alles, was man sich von einem gelungenen Urlaub in der Karibik erwarten kann. Golfer haben die Wahl unter mehr als 20 Plätzen. Die Dominikanische Republik zählt zu den beliebtesten Golfzielen der Karibik. Land und Leute lernt man am besten bei einem der verschiedenen Ausflüge kennen, zu Land und zu Wasser. Die Musik, die liegt den Menschen hier im Blut. Die Klänge des Merengue werden sie den ganzen Urlaub lang begleiten. Lebensfreude pur zeichnet die offenen, gastfreundlichen Bewohner aus. Das Klima in der Dominikanischen Republik ist ganzjährig tropisch. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 20 und 34 Grad. Die beste Reisezeit ist der europäische Winter von Oktober bis März. Wassersport ist ein großes Thema und Cabarete ist als die Kiteboarding-Hauptstadt der Welt bekannt. Die perfekte Kombination von Strand, Wind und Wellen bietet beste Bedingungen. Highlight ist jedes Jahr im Februar der Karneval, aber gefeiert wird hier immer und überall. Die Dominikanische Republik, ein Urlaubsziel mit vielen Gesichtern für viele Geschmäcker. Mehr Infos gibt's im Internet beim Fremdenverkehrsamt und im Reisebüro.